Hallo Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft City. Wieder aus dem modernen Haus. Ich habe mich heute mal an den Tisch gesetzt, gerade ein bisschen Rotwein geschlürft und hier vom Truthahn ein bisschen was gegessen und jetzt bin ich gestärkt, um euch heute mal ein bisschen was zu zeigen. Ich möchte, muss noch kurz was bauen. Dafür nehmen wir DecoCraft. Und zwar brauche ich was aus der Office. Office. Ah, nehmen wir einen Schreibtisch. Einen Aktenschrank. Den Stuhl. Nehmen wir noch einen Schreibtisch. Ein Papier. Und dann brauchen wir noch, was wollte ich noch? Ein Laptop wollte ich noch. Ein Laptop braucht man noch. Mal gucken, wo der drin ist. Ah, hier. Laptop brauchen wir auch noch. So, dann brauchen wir noch ein bisschen was zum Bauen. Und zwar muss ich gerade mal überlegen. Da nehmen wir ein bisschen Stone, haben wir gar keinen mehr. Marble, haben wir da noch irgendwelche Reste von Marble drin? Nicht wirklich. Gut, dann müssen wir runter an unser hier Großlager. Inzwischen noch ein bisschen erweitert mit Stone. Da habe ich mal ein paar einfach braten lassen. 160.000, das ist schon mal ganz gut. Moment, ich kann mal gerade gucken, ob ich von dem anderen Material noch habe. Sandstone. Dann nehmen wir doch den. Eine Säge habe ich auch noch dabei. Und ein bisschen Stone brauchen wir. So, dann machen wir uns mal auf die Reise. Weil in Minecraft City tut sich langsam wieder was. Also, ich habe mal wieder ein bisschen Gebäude gebaut. Bin auch gerade alleine auf dem Server. Ist mal ganz gut, da ist man richtig produktiv, finde ich. Und ihr seht schon, neben dem kleinen Arbeitswolkenkratzer ist ein neues Gebäude entstanden. Und hinter dem Wolkenkratzer ist auch noch ein neues Gebäude entstanden. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um das hier. Das soll ja, so ein kleines Apartment und, ja, nicht wirklich Apartment, sondern ein, wie nenne ich das? Kleines Hostel, kleines Hotel sein. Und was hier jetzt noch fehlt, ist eben die Rezeption. Die müssen wir jetzt noch schnell bauen. So. Da müssen wir das so machen. Dann brauchen wir davon brauchen wir einen Viertelblock. Also den müssen wir nochmal schneiden. So, hier kommt man jetzt rein. Dann stellen wir hier den Aktenschrank hin. Oder? Ne, den stellen wir in die Ecke hinten. Kommt in die Ecke, genau. Und dann die Schreibtische. Einer hier, einer hier. Der Schreibtischstuhl. Wo gehört denn der hin? Den können wir eigentlich schon hier hinsetzen. So, dann haben wir noch ein Buch zum Eintragen. Für die Kundschaft. Und einen Laptop. Für den, der hier arbeitet. So. Gut. Dann müssen wir das Desk noch ein bisschen bauen.
So. Hier kann man sich dann hinsetzen und eben arbeiten. Ah, hier, zack, 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 zack. Hallo? Gut. Passt. Okay. Da hinten muss natürlich noch irgendwas rein. Da müssen wir uns noch was bauen. Das holen wir uns noch schnell, weil ich will das in der Folge, will ich das Häuschen voll komplett abschließen. Ich habe das ungefähr in, na, was sagen wir denn? 5 Stunden. 5 Stunden gebaut mit Haus und dekoriert. Und jetzt ist es eben fast fertig. Das ist schon ganz ordentlich, finde ich. So, das brauchen wir nicht mehr, das auch nicht. Ich wollte jetzt noch irgendwie einen Tisch haben. Auch von DecoCraft. Table. Na. Table. Table. Bedside Table. Wooden Table. Ich glaube, der passt besser. Und dann vielleicht noch ein bisschen was mit Deko. Ein R2-D2 nehmen wir einfach. Oder? Ja. Ja, das ist gut. 2 Türen brauche ich noch. Carpenters das. Carpenter, Carpenter, Carpenter. Wo sind denn die Türen? Ah, hier. Davon brauchen wir auch noch 2. Ja, haben wir keine mehr. Dann brauchen wir noch ein paar Carpenter-Blöcke. Machen wir halt noch ein paar. So. Glas haben wir noch. Was heißt denn Teppich auf Englisch? Teppich, Teppich, Teppich. Gute Frage. Schon keine Ahnung, was Teppich auf Englisch heißt. Each a sketch. Each a sketch. Keine Ahnung, was das ist. Wir brauchen noch irgendwas. Crown. Das können wir auch noch mitnehmen. Bisschen noch Deko in die Eingangshalle. Ein Schachbrett, auch interessant. Das ist Player Cards. Brauchen wir nicht. Noch einen Kronleuchter. Aber ich will eigentlich noch was für einen Boden. Also das Problem bei DecoCraft ist, man findet, glaube ich, immer wieder irgendwas Neues. Und dann will man das noch hinbauen und das noch hinbauen. Das ist ein Dings da. Ich brauche noch einen Teppich. Was heißt denn Teppich? Habe jetzt noch keinen gesehen. Gibt's wohl gar nicht. Gut. Dann machen wir das jetzt mal fertig und dann mache ich eine kleine. Ups, noch eins tiefer. Und dann gibt es noch eine kleine Haustour durch das moderne Haus, beziehungsweise das Hotel. Zack. So. Gut. Kommt man auch schon rein. Jetzt kommt noch der Tisch. Sehr gut. Der füllt die Lücke perfekt aus.
der R2-D2 wollte ich eigentlich da hinten drauf stellen. So, sehr schön. Oh, und der ist aber riesig. Den kann ich hier gar nicht dranhängen. Nee, das geht auf keinen Fall. Der ist viel zu groß. So, ich denke, das ist in Ordnung hier. Also, gut. Dann machen wir die kleine Hausführung. Wir kommen hier an. Dann haben wir hier die Rezeption. Können einchecken. Jetzt wollen wir kurz auf die Toiletten. Das hier ist der weiblich. Warte mal, ich kann das, glaube ich, noch ein bisschen. Ich glaube, ich kann da noch ein bisschen nachhelfen. Dann nehmen wir das. Aha. Achso, das A funktioniert, ist hier halt ein bisschen komisch. Ja. Das soll weiblich sein, ja. Also das hier ist Damentoilette. Ja, haben wir ein kleines Räumchen. Hier, Männertoilette ist exakt gleich eingerichtet. Nicht, dass es hier heißt, Gender-Aspekt. Nein, alles gut. So, dann haben wir hier eines von drei Apartments, die hier in dem Haus sind. Mit schöner Küche. Hier Esstisch. Kleine Arbeitsecke. Kann man sitzen, arbeiten, vielleicht mal rausgucken. Dann haben wir hier ein Schlafzimmer. Großes Bett. Großer Schrank. Ja, gemütlich eingerichtet. Natürlich haben die hier in der Nacht eine Jalousie, die sie zumachen können. Ist ja logisch, oder? Und hier haben wir ein etwas geräumigeres Bad. Mit großer Dusche. Toilette können wir uns mal draufsetzen. Und ja, jetzt gehen wir mal wieder raus hier. Genau. Also so sind im Grunde alle drei Apartments hier aufgebaut. Die sind alle identisch. Dann haben wir hier einen genialen Aufzug. Dann gehen wir rein. Springen einmal kurz und dann sind wir im nächsten Stockwerk. Hier haben wir noch ein Bettzimmer. Ein Bettchen hier. Moment. Oh, jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht in der Wand spawne. Nee. Hier, wenn wir hier liegen, können wir noch ein bisschen Fernsehen gucken. Waschbecken auf dem Zimmer. Klar, hallo. Ist auch nur für die nicht so gut betuchte Gesellschaft. Dafür gibt es hier auf dem Flur eine Dusche. Das ist gerade für die zwei Einbettzimmer, die hier auf dem Flur sind. Hier ist nochmal genau dasselbe. Hier haben wir eben noch mal so ein großes Apartment. Da gucken wir nur mal schnell rein. Ist im Grunde wirklich genauso aufgeführt, aufgebaut wie unten auch. Genau, nur vielleicht an der Deko oder so ist ein bisschen was anders. Dann haben wir hier noch mal so ein Stockwerk. Also auch noch mal mit Apartment und zwei Einzelzimmern. Und ganz oben hat man hier eine kleine Aussicht. Und nur noch mal zwei Einzelzimmer. Genau. Und das ist es schon. Von hier hat man eine schöne Sicht auf die Stadt eigentlich. Ja, es hat ungefähr, ich denke so fünf Stunden gedauert, bis ich das fertig hatte. Genau. Ich finde den Aufzug ganz cool. Vor allem mit den Carpenters Pressure Plates und den Doors. Kann man richtig, das ist richtig fast wie ein Aufzug. Also man geht halt rein und zack nach oben, zack nach unten. Ganz cool. So, jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal von außen. Also ich habe probiert hier, erst habe ich überlegt, ob ich nochmal ein Bürogebäude baue. Da dachte ich, nee, mach mal lieber nicht. Und, also nein, war eigentlich falsch. Erst dachte ich, ich mache ein Bürogebäude. Dann habe ich angefangen zu bauen, zu bauen, zu bauen. Und dann dachte ich irgendwann, nee, mach doch ein Hotel. Und ich muss sagen, es ist meiner Meinung nach ziemlich gut gelungen. Auch dass hier so ein schlichter Teil mit Grau ist und dann hier noch ein bisschen was Moderneres mit dem Hellgelb oder ja, mit dem Ocker und den schwarzen Akzenten, den vielen großen Glasflächen. Das ist alles in allem, denke ich, ganz gut geworden. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne was in die Kommentare schreiben. Also war jetzt einfach mal ein Versuch und ich denke,
mir gefällt's, vielleicht gefällt's den einen oder anderen auch noch. Jo, so viel dazu. Dann teaser ich noch ein bisschen. Da gibt es demnächst nochmal eine Roomtour. Und zwar vom KFC. Aber das nur ganz kurz. Davon gibt es eben, wie gesagt, nächstes Mal noch oder in einer der nächsten Folgen ein bisschen was Detaillierteres. Aber das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.